Die Kraft wird gegen den anvisierten Feind ausgelöst, sobald Sie die Pause beenden. Maximale Effektivität erreichen Sie durch Kombination von Gruppenmitgliederkräften und Ihren eigenen. Feinde werden mit bis zu 3 Kräften getroffen. Ja, ich gehe einfach mal auf E-Mails. So. Hier ist auch nichts Neues. Kommt da irgendwas von Joker vielleicht Neues? Man weiß ja nie. Und dann gehen wir jetzt direkt gleich über in Mission. In eine Mission. Sollte ja passen. Hey, ich habe Gareth zwar immer verarscht, aber ich bin froh, dass er zurück ist. Ja, Shepard? Da. Na komm. Weitermachen, Edie. Jawohl, Sir. Wenn Sie reden möchten, reden Sie mit diesem Körper hier. Ich gewöhne die Crew an meinen Anblick auf der Brücke. In Ordnung. Jetzt gibt es kein Kügelchen mehr, jetzt gibt es nur noch einen Roboter. Ist aber auch egal. Solange sie ihre Arbeit macht, ist mir das relativ wurscht. Wurscht? Okay. Hinein ins Vergnügen. So, nichts wie weg hier. Ich habe mich schon viel zu lange hier aufgehalten. So. Treffen mit Diplomaten. Tja. Irgendwie gibt es hier nur eine Mission. Kann das sein? Das finde ich gar nicht so geil. Egal, wir machen erstmal Treffen mit Diplomaten. Einfach, um mal wieder was anderes zu sehen. Anflug Umlaufbahn. Die Diplomatenschiffe von Salarianern, Turianern und Kroganern treiben in großer Entfernung voneinander dahin, außerhalb der jeweiligen Reichweite ihrer Waffen. Nachrichten der verschiedenen Fraktionen zeigen, dass sie es begrüßen würden, wenn die Normandie zum neutralen Treffpunkt ihrer Diplomaten erklärt würde. Der Umstand, dass sie sich nicht im Vorfeld auf ein Schiff für diese Funktion geeignet haben, ist kein gutes Omen für die Verhandlung. Wir werden gucken, was wir da regeln können. Commander, die salarianische Dalatras und der kroganische Clanführer möchten an Bord kommen. Bringen Sie sie in den Konferenzraum. Hoffentlich löst das nicht noch einen Krieg aus. Das kann ja was werden. Der Kroganer ist nicht in der Position, Forderungen zu stellen. Der Kroganer hat einen Namen. Erdnord Rex. Und ich bin kein Schrottplatz, Varen, den man loshetzt, wenn man Ärger hat. Ich habe meine eigenen Probleme. Reaper-Kundschafter sind auf Tuchanka gelandet. Warum sollten mich aussterbende Turianer interessieren? Das Ausdehnen der Verhandlung wird Ihnen nichts bringen, Rex. Ich habe keine Zeit dafür. Sagen Sie uns, was Sie wollen. Ich sag Ihnen, was ich brauche. Ein Heilmittel für die Genophage. Auf keinen Fall. Die Genophage steht nicht zur Disposition. Welche Sorge haben Sie? Warum missfällt Ihnen diese Idee, Dalatras? Mein Volk hat die Kroganer unterstützt. Wir kennen sie am besten. Sie haben uns benutzt, um einen hoffnungslosen Krieg zu führen. Nicht die Salarianer, Turianer oder Ashari haben die Rachni aufgehalten. Kroganisches Blut hat die Wende gebracht. Richtig, und danach waren sie nicht länger nützlich. Nur die Genophage konnte ihre Bedürfnisse unter Kontrolle halten. Dalatras, Sie mögen ihn ablehnen, aber Rex hat recht. Beleidigungen ändern daran nichts. Ich werde mich für die Wahrheit nicht entschuldigen. Wir haben die Kroganer nur unterstützt, damit sie Krieg führen. Mehr können sie nicht, und zwar, weil wir es so wollten. Was ist das denn bitte für eine Einstellung? Das ist doch vollkommen... Nur...
Ich meine, die Kroganer, die haben schon eine harte Tradition und die sind halt auch ein bisschen schroff, würde ich fast, das würde ich unterschreiben, keine Frage. Aber dass die nur für Krieg gemacht sind, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, alle unter einem Kamm zu scheren. Ich denke eher nicht. Dann hätte ihr Volk länger darüber nachdenken sollen. War der Aufstand der Kroganer wirklich eine Überraschung? Genau davon rede ich, Commander. Uns an die Kroganer zu wenden, war verzweifelt und vorschnell. Es war derselbe Fehler, den Sie heute machen wollen. Die Heilung der Genophage würde nichts Gutes bringen. Toll. Wir brauchen aber die Kroganer. Ein Heilmittel wäre eigentlich nur fair. Ich meine, die meisten Unruhen auf Tuchanka passieren genau deswegen, weil die sich ein Heilmittel suchen. Und dafür gehen halt Unmengen an Testsubjekten drauf. Das muss man auch. Aber wer weiß, ob in Zukunft dann keine Überpopulation von Kroganern existiert. Ich weiß es nicht. Das ist jetzt gerade echt eine schwere Frage. Ich vertraue Rex jetzt einfach mal, weil der mir im ersten Teil sehr sympathisch vorkam und im zweiten Teil als Boss davon auch. Bitte, Rex, enttäusch mich nicht. Die Kroganer haben für ihre Fehler bezahlt. Die Genophage wirkt nun schon lange genug. 1476 Jahre, um genau zu sein. Das waren 1000 Jahre Frieden ohne diese Grobiane. Es reicht. Ob sie ein Heilmittel verdienen oder nicht, ist akademisch. Es würde Jahre dauern, eins herzustellen. Da habe ich andere Informationen. Ein salarianischer Wissenschaftler, Malen, entwickelte ein Gewissen. Er hat bei uns ein Heilmittel an unseren Frauen getestet. Ja, seine Methoden waren barbarisch. Aber Sie wissen nicht, dass einige andere Frauen seine Experimente überlebt haben. Also hat die Dalatras ein Team geschickt, um aufzuräumen und die Frauen zu inhaftieren. Wo haben Sie das her? Das könnte inszeniert sein. Beleidigen Sie mich nicht, das sind meine Leute. Sie sind immun gegen die Genophage und Sie werden sie zurückgeben. Dalatras, ist das wahr? Was würde die Heilung der Genophage meinen Leuten nützen? Sie brauchen Verbündete. Wie lange können Sie alleine gegen die Reaper bestehen? Denn wenn Sie nicht helfen, wird es so enden. Und ich bin der letzte freundliche Turianer, den Sie jemals sehen werden. Wie ist Ihre Entscheidung? Die Frauen befinden sich in einer STG-Basis auf Surkesh. Doch ich warne Sie, die Konsequenzen Ihres Handelns werden uns noch jahrhundertelang verfolgen. Los, holen wir sie. Sie setzen keinen Fuß auf Surkesh. Das erfordert Zeit. Jetzt sofort. Shepard wird den Austausch als Ratspekter beaufsichtigen. Aufbruch. Ich werde das nicht vergessen, Commander. Tyrannen haben in der Not nur wenige Freunde. Ja, was ist daran tyrannisch? Oh, Edi. Garrus. Ja. Was war daran tyrannisch? Ich weiß es nicht. Was spricht denn dagegen, wenn wir die... So, schauen wir erstmal hier. Gewicht. Hat weniger Gewicht? Oh, weniger Bums unter der Haube. Dann könnten wir vielleicht hingehen und sagen, wir nehmen das so. Machen eine Modifikation. Reservemunition. Erhöht die Geschossgeschwindigkeit. Zielfernrohr. Machen wir das so. Zielfernrohr. Jetzt... Könnte ich, wenn es klappt, wenn es... Vielleicht eine Pistole? Das wollte ich sehen. Warte mal, dann nehme ich aber eine Maschinenpistole.
Weil Maschinenpistolen sind mir deutlich lieber. Das Gewicht der Waffe um 50%. Dann könnte ich... Okay. Passt perfekt. Oder könnte ich jetzt vielleicht sogar noch eine Pistel mitnehmen? Oh, es ist doch... Oh. Als ob es ein Träumchen wäre, liebe Freunde. Als ob es ein Träumchen wäre. So. Habe ich zumindest schon mal wieder ein paar Waffen mitgebracht. Gewicht, Kapazität, Schaden. Das ist meine Waffe. Dann kriegst du die. Waffenmods. Erhöht Waffenstabilität. Mehr Munition. Durchschlagsmod. Du bleibst auch bei der Sniper. Da bin ich... Da fahren wir definitiv mehr mit und besser mit. So, Edi, meine Liebe. Ja, für dich habe ich jetzt nicht wirklich was. Zack. Und halt. Zack. Ich habe noch keine neuen Pistolen. Das kommt noch, Edi. Ist alles in Bearbeitung. So, was haben wir denn da Schönes? Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Upgrade. Erweitern. Was haben wir hier? Erhöht Kraftschaden und Kraftkombi um 25%. Erhöht Kraftdauer um 25%. Setzen Sie zwei Kräfte hintereinander ein, indem Sie der ersten Kraft eine Chance von 15%... Alter, das nehme ich. Das nehme ich. Das könnte geil sein. Das könnte richtig geil werden. Was haben wir hier? Schleudern Sie Ihre Gegner mit diesem biotischen Angriff durch die Luft... Zerreißen Sie Ihren Feind auf molekularer Ebene. Verdammt, was war das jetzt nochmal, was ich da benutze? War es das erste oder das zweite? Ich glaube, es war das erste. So. Erhöht Kraft und Schaden von biotischen Detonationen um 50%. Setzt die Aufladezeit zurück, wenn das Ziel bereits mit Biotik angehoben ist. Anheben tue ich eigentlich eher weniger. Von daher nehme ich lieber das. So, Edi. Wir machen jetzt erstmal das hier. Unabhängige KI. Oh. Kraft, Schild, Barriere und Gesundheit. Hier auch nochmal. Ja, so supi. Nehmen wir das doch mal. Erhöht Kraftschaden um 20%. Gesund. Warte mal, was hast du für Fähigkeiten? Verbrennung, Überlass. Ja, schon allein für Verbrennen kriegst du Kraftschaden dazu. Erhöht Waffenschaden um 20%. Erhöht Tech-Schaden um 20%. Wir nehmen Waffenschaden. Erhöht Schaden und Dauer von Gruppenmitglied-Tech-Kräften um 10%. Reduziert Schild auf Gruppenmitglieder. Das kann immer nützlich sein. Überlasten Sie Elektronik. Dann nehmen wir mal Stufe 2. Für gegnerische Schilde. Verstärkt Panzerung durch schützende... Fokal... Das habe ich doch auch, oder? Nehmen wir hier auch mal Stufe 2 mit. Täuschkörper. Machen wir mal 1. So. Und jetzt machen wir Verbrennung. Den Rest auf Verbrennung drauf. Erhöht das Aufladetempo von Verbrennung um 25%. Erhöht den Schaden... Und dann machen wir hier noch was. Erhöht den Schaden von Verbrennung 30%. Wirkungsradius. Machen wir das. Burn it, baby. Burn it. Hatte ich den nicht vorher schon mal? Erweitern. Zack, zack, zack. Gesundheit ist mir wichtiger. Bonus auf Waffenschaden. Oder mehr Gesundheit. Waffenschaden um 40%. Hallo. Mehr Sturmgewehr. Kraftschaden. Sturmgewehr. Mehr Kraftschaden der gesamten Gruppe. 60% mehr Präzision. Benutzt er seine Präzisionswaffe? Ja, das ist jetzt hier die Frage. Wir nehmen mal das, weil ich nicht weiß, ob der seine Präzisionswaffe benutzt oder nicht.
So. Mit Edi haben wir überlassen, das machen wir. Nur Rang 1. Panzerbrechende Munition hätte ich gern Rang 2.